Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Thema dieses Videos ist Flattext DEGIRO, denn Sie waren in den Medien. Die BaFin hat eine Aussendung gemacht, wo Sie eben festgestellt haben, es gibt einen Sonderbeauftragten bzw. 1 Million Bußgeld. Ist das jetzt aber etwas Neues? Ja, diese Mitteilung ist etwas Neues, aber die grundlegende Information haben wir bereits Anfang Dezember 2022, wo eben Flattext DEGIRO selbst eine Pressemitteilung ausgeschickt hat, wo sie eben gesagt haben, es gab eine Sonderprüfung von der BaFin, wo sie eben schwerwiegende Mängel festgestellt haben. Unter anderem müssen wir eben auch mehr Eigenkapital in der Flattext DEGIRO Bank aufbauen und wir haben bereits gehandelt bzw. die ersten Maßnahmen umgesetzt. Jetzt eben die korrespondierende Mitteilung der BaFin fast drei Monate später, wo sie eben gesagt haben, es gibt einen Sonderbeauftragten bzw. ein Bußgeld in der Höhe von ein bisschen mehr als 1 Million Euro. Und das ist eben das Thema dieses Videos. Ich wünsche dir und euch viel Spaß beim Zusehen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Greiner von Broker-Test.at, dem österreichischen Brokertester und Vergleicher. In diesen Videos geht es eben um die Aussendung von der BaFin, wo eben die BaFin gesagt hat, es gibt einen Sonderbeauftragten bzw. ein Bußgeld in der Höhe von 1 Million Euro, weil wir in einer Sonderprüfung einige Probleme bei Flattext DEGIRO festgestellt haben. Ich erinnere zurück, im Dezember 2022 hat es eben auf der Webseite von Flattext DEGIRO eine Aussendung gegeben, wo sie eben gesagt haben, die BaFin war da, es gab eine Sonderprüfung und das Ergebnis der Sonderprüfung ist eben, dass die Flattext DEGIRO Bank eben mehr Eigenkapital benötigt. Da hat eben die Unternehmensgruppe Flattext DEGIRO sofort gehandelt. Das Geld war ja da, haben sie eben aus der Unternehmensgruppe in die Bank reingegeben und damit war eben dieses Eigenkapital anscheinend sofort erledigt. Und was die BaFin eben noch bemängelt hat, ist eben, es gibt organisatorische Mängel, das passt eben alles nicht und haben eben dann gesagt, ihr braucht eine breitere Organisation, unter anderem ist der CFO dann zum Co-CEO aufgestiegen, also unter anderem ist dann ein neuer Chief Risk Officer eingetreten, plus eben es sind eben die Vorstände verbreitert worden. Statt 2 Vorstände sind es dann, glaube ich, 4 geworden und eine neue Vorständin ist ebenfalls angekündigt worden. Also da gibt es bereits Handlungen. Jetzt hat die BaFin die Aussendung gemacht, was sich denn im Detail dahinter verbirgt. 2 große News gibt es eben aus dieser Aussendung. Flattext DEGIRO bekommt einen Sonderbeauftragten, das heißt, es gibt eben jetzt nicht eine neue Kontrolle in 12 oder 24 Monaten, sondern dieser steht eben mit Flattext DEGIRO in regen Austausch, um zu sehen, sind die Maßnahmen, die getroffen werden, auch zielführend bzw. werden sie eben getroffen. In dieser Aussendung heißt es dann, die Flattext DEGIRO Bank AG muss nun insbesondere schwerwiegende Mängel im internen Kontrollsystem, im aufsichtlichen Meldewesen und in der Geldwäscheprävention beseitigen. Ein von der BaFin bestellter Sonderbeauftragter überwacht die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen. Und wir Kunden haben vielleicht schon etwas mitbekommen aufgrund dieser Mängel im Kontrollsystem, denn unter anderem habe ich, aber ich habe das auch von anderen bereits gehört, von Flattext eben eine Mitteilung bekommen, und wo eben unter anderem zum Beispiel bei mir drin steht, aufgrund gesetzlicher Vorgabe, § 6, der Geldwäschegesetz, sind wir verpflichtet, Mittelherkünfte zu erfragen und diese zu dokumentieren. Dies betrifft die Differenz ihrer Geldeingänge abzüglich der ausgehenden Überweisungen und somit einen Betrag von x Euro. Wir bitten Sie daher um Ihre Mithilfe. Senden Sie uns zu den Geldern entsprechende Nachweise zu. Das können zum Beispiel Lohnsteuerbescheide, Einkommensnachweise, Jahresabschlüsse, Schenkungserbnachweise oder ähnliches sein. Das ist eben so ein typischer Mittelherkunftsnachweis, wo ich dann eben mein Einkommensteuerbescheid geschickt habe und. Das heißt, Flattext DEGIRO und natürlich eben auch andere Banken, die machen das immer wieder, wo sie ganz einfach gegen Geldwäsche antreten müssen und eben sagen, diese Person, die hat eben dieses Einkommen, dass ich eben nicht irgendwo schwarz verdient habe oder irgendwie anders dazu gekommen bin, muss das eben nachweisen. Wenn es eine Bank nicht macht, dann läuft sie eben Gefahr, dass sie die Lizenz verlieren. Das heißt, vom Gesetzes wegen sind sie eben dazu verpflichtet, diese Dinge zu erheben und eben zu dokumentieren. Das hat unter anderem höchstwahrscheinlich die BaFin gesagt, das passt bei euch nicht und deshalb kommen jetzt eben vermehrt diese Meldungen und Flattext fragt dann eben bei uns Kunden nach, wenn das eben nicht passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Anfrage nicht beantworte, was passiert dann? Höchstwahrscheinlich wird dann Flattext noch einmal bei mir nachfragen, vielleicht nur ein drittes Mal, und wenn ich tatsächlich nichts liefere, dann könnte es sein, dass eben Flattext mich
dann rauswirft. Aber das passiert eben dann bei jeder anderen Bank. Zum Beispiel habe ich heuer in diesem Jahr bereits 3 solcher Meldungen beantworten müssen, unter anderem eben eine Meldung von Flattex. Die weitere News ist eben, dass die BaFin eben ein Bußgeld festgesetzt hat, ein Bußgeld in der Höhe von über 1 Million Euro. Im Detail waren es eben 1.050.000 Euro. Für die Verstöße verhängte die BaFin gegenüber der Flattex DEGIRO Bank AG mit rechtskräftigem Bescheid vom 7. Februar 2023 ein Bußgeld in der Höhe von 1.050.000 Euro. Der Grund: Verstoß gegen bankenaufsichtsrechtliche Bestimmungen. Was altbekannt ist, ist eben mehr Eigenkapital für die Bank und eben nichts Neues. Die Aufsicht hat gegenüber der Flattex DEGIRO Bank AG und der Flattex DEGIRO AG als übergeordneten Unternehmen der Flattex DEGIRO AG Finanzholding Gruppe am 8. September 2022 zusätzliche Eigenmittelanforderungen angeordnet. Die Bank hat seitdem auch mehr Eigenkapital. Das ist eben altbekannt. Das haben wir eben aufgrund dieser Aussendungen im Dezember 2022 bereits gewusst. Was sind jetzt die Auswirkungen für uns Kunden? Naja, eine Auswirkung für uns Kunden sind eben diese Mittelherkunftsnachweise, wo wir eben nachweisen müssen, woher wir denn die Kohle haben, die wir eben bei Flattex investieren. Aber das gibt es eben bei Easybank, Dalat und Co. auch oder bei irgendeinem Sparkontoanbieter. Und grundsätzlich dürfte es eben meines Erachtens keine weiteren Auswirkungen haben. Wichtig ist, dass eben Flattex DEGIRO diese Mängel, von die eben die BaFin gesehen hat, eben ernst nimmt, Verbreiterung der Organisation, diese Mängel abstellt, damit eben ja wie eine ordentliche Bank arbeitet. Das heißt für uns Kunden, aber im Großen und Ganzen sollte das eben keine Auswirkungen haben. Wie sieht es denn finanziell aus bei dem Unternehmen? Naja, sie verdienen weiterhin prächtig und steht eigentlich auf stabilen Beinen. Ich zeige euch da eben eine G&V von Flattex DEGIRO. Da sieht man ganz einfach, 2015 war noch ein Minus und seitdem verdient eben Ergebnis nach Steuer Flattex DEGIRO wirklich ganz gut. 2020 50 Millionen, 2021 51 Millionen und 2022 heißt es in der Aussendung vom Dezember 2022, dass es den größten Jahresüberschuss aller Zeiten geben wird bei dem Unternehmen. Der Umsatz ist bei Flattex DEGIRO 2022 höchstwahrscheinlich zurückgegangen, so in der Ankündigung. Mehr dazu wissen wir aber erst dann nächste Woche, also ab morgen, glaube ich, morgen am oder 27. oder 28. Februar gibt es dann eben eine Aussendung von Flattex DEGIRO, wo sie eben bekannt geben, wie denn das Kapitaljahr, Kalenderjahr 2022 gelaufen ist, und wir können dann eben interessiert zuhören, wie denn Flattex abgeschlossen hat. Wie hat die Aktie auf diese Meldung reagiert? Naja, den Aktionärinnen und Aktionären hat es anscheinend nicht so gut gefallen. Wenn man das eben jetzt ein Jahr zurückblickt, dann sieht man ganz einfach, das ist ordentlich nach unten gegangen. Wir sehen da eben auch die Meldung im Dezember 2022, wo es eben ordentlich runtergegangen ist und jetzt noch einmal runter. Wobei sich eben in den letzten Monaten die Aktie wieder deutlich erholt hat. Aktuell steht die Aktie bei ca. 7 Euro. Wie ist denn mein Fazit? Grundsätzlich sind Nachrichten von der BaFin, die eben etwas bemängeln, nie gute Nachrichten. Gleichzeitig, wenn man sich eben die Liste bei der BaFin ansieht, was sie alles bemängelt, das hat in den letzten Jahren ordentlich zugenommen. Der Grund ist natürlich der Wirecard-Skandal. Jetzt schaut eben die BaFin genauer hin und sagt ganz einfach das, was natürlich für uns gut ist, für uns Anlegerinnen und Sparerinnen und Sparer, weil wir ganz einfach davon ausgehen können, dass eben die Banken genauer geprüft werden. Für die Banken ist das natürlich ein bisschen mühselig. Gleichzeitig aber brauchen wir sichere, verlässliche Banken, und deshalb finde ich das eben gut, wenn die BaFin eben bei Flattex DEGIRO, aber natürlich auch bei allen anderen Banken genauer hinsieht, natürlich auch die FMA und Co. Denn nur so können wir eben sichere Banken gewährleisten. Flattex DEGIRO muss jetzt eben eine breitere Organisation, die sie eben bereits machen, plus eben ja, die Mängel abstellen in der Organisation bzw. in der Geldwäschebekämpfung. Wir spüren das natürlich schon wieder mit dem Mittelherkunftsnachweis. Das ist aber eben eine gute Sache, auch wenn das natürlich für uns mühsam ist. Mehr Eigenkapital ist bereits in der Flattex DEGIRO Bank. Ja, und jetzt muss eben das Unternehmen liefern, damit eben der Sonderbeauftragte und die BaFin happy und zufrieden ist und das Unternehmen wieder in ruhigere Fahrgewässer kommt. Wie ist es bei dir? Bist du Flattex-Kunde bzw. DEGIRO-Kunde? Was sagst du denn zu dieser Aussendung von der BaFin? Schreibt doch ganz einfach unten einen Kommentar. Auf der Webseite broker-test.at habe ich einen korrespondierenden Beitrag zu diesem Video geschrieben. Den findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf deinen Kommentar bzw. auf einen Besuch auf broker-test.at. Bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas.
von brocken-test.at. Ciao.